Glaube ist Herzenssache. Was nicht heißen soll, dass Glaube nur Gefühl ist, das auch, aber Glaube ist auch Wissen. Glaube ist gründliches Nachdenken und überlegtes Handeln und das alles mit Herz. In einer theologischen Abhandlung schreibt Professor Dr. Thomas Knittel von der Fachhochschule für Religionspädagogik am Evangelisch-Lutherischen Diakoniehaus in Moritzburg: Das Wort Herz, zu griechisch Kardia, begegnet uns im Neuen Testament ca. 150 Mal. Etwa ein Drittel in den Paulusbriefen, ein Drittel in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas und ein Drittel im übrigen Neuen Testament. In den allermeisten Fällen liegt ein übertragener Sprachgebrauch vor. Das Herz ist dann nicht nur Körperorgan, sondern ist Sitz der Empfindungen, der Erkenntnis und des Willens. Man kann zugespitzt es so ausdrücken: Das Herz steht für das Ich des Menschen. In diesem Sinne begegnet der Begriff Herz im Neuen Testament vor allem dort, wo es um die Gottesbeziehung des Menschen geht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Er kann für die Verweigerung gegenüber Gott stehen, zum Beispiel Römer 1, Vers 21, genauso aber auch für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, zum Beispiel Römer 5, Vers 5. Das Herz ist also Zentrum des Handelns. Im Gleichnis vom Baum und seinen Früchten, in Matthäus 12, kommt das Herz als Sitz guter und böser Taten in den Blick. Die Taten des Menschen entsprechen der Beschaffenheit des Herzens. Ein guter Schatz des Herzens bringt gute Taten hervor, ein böser Schatz das Gegenteil. In diesem Sinn heißt es in der Rede Jesu über Reinheit und Unreinheit, dass böse Gedanken oder Mord oder Ehebruch, Diebstahl, Lästerung, unter anderem aus dem Herzen kommen. Matthäus 15, Vers 19. Das Herz ist auch Ort heimlicher Regungen. Verschiedentlich wird im Neuen Testament betont, dass allein Gott in das Herz eines Menschen blicken kann. Er ist der Herzenskenner. Les mal Apostelgeschichte 1, Vers 24 oder 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Der die verborgenen Regungen des Herzens kennt und offenbar machen wird. Das Herz ist auch Ort der Verweigerung oder Empfänglichkeit gegenüber dem Wort Gottes. Die Deutung des Gleichnisses vom Sämann benennt das Herz als den Ort, in den die Botschaft vom Himmelreich gesät wird. Les mal Matthäus 13. In eine ähnliche Richtung geht die Seligpreisung Jesu, wonach diejenigen selig zu preisen sind, die ein reines Herz haben. Das reine Herz steht für den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ein positives Beispiel für Gottes Wort empfänglichen Herzens ist zum Beispiel Maria, die nach Lukas 2, Vers 19 die Worte der Engel im Herzen behielt und bewegte. Andererseits kann der Mensch sein Herz gegenüber verstocken, Hebräer 3, Vers 7, und sich dem Wirken Jesu verweigern, Markus 2, Vers 6. Das Herz ist auch der Ort des göttlichen Handelns. Der Mensch ist durchaus verantwortlich für seine empfängliche oder ablehnende Haltung gegenüber der Botschaft, die ihm von Gott zuteil wird. Zugleich wird im Neuen Testament betont, dass ein empfängliches Herz letztlich nur von Gott her geschenkt werden kann. Die Bekehrung der Lydia zum Beispiel wird in Apostelgeschichte 16 auf das Wirken Gottes zurückgeführt. Er tat ihr Herz auf. Und nach 2. Korinther 4, Vers 6 ist Gott, der das menschliche Herz erleuchtet. Dementsprechend kann und soll er auch um Bewahrung des Herzens gebeten werden. Philipper 4, Vers 7. Im Herzen entscheidet sich nach dem Verständnis des Neuen Testamentes somit der Lebenswandel,
wie auch die Gottesbeziehung des Menschen. Dass dabei einerseits die Verantwortlichkeit des Menschen, andererseits die Einflussnahme Gottes betont werden, ist nur scheinbar ein Widerspruch. Wir Menschen sind zuerst immer Empfangende. Wir empfangen das Leben, wir empfangen die uns tragende Gemeinschaft, wir empfangen die Liebe und dennoch besteht unsere Möglichkeit darin, in Freiheit darauf zu reagieren. Gemeinsam glauben mit Herz und Hand, das ist ein Motto verschiedenster Gemeinden. Das ist zugleich aber auch biblisches Motto. Wir wissen, Gott schenkt auch neue Herzen. Und ob wir das annehmen oder nicht, liegt bei uns. Es ist die Entscheidung, die wir treffen. Es ist die Entscheidung, auf Gott zu hören oder nicht. Zeit für Menschen, sich einzuräumen oder nicht. Zeit für Gott einzuräumen oder nicht. Wir sagten, Glaube ist Herzenssache. Was nicht heißen soll, dass Glaube nur Gefühl ist, das auch, aber Glaube ist auch Wissen. Ich wünsche dir ein frohes Herz in gerade diesen dunklen Tagen.